zentralen Abteilung der Stadtbibliothek waren ja viele Jahre lang auf drei Standorte in der Altstadt verteilt, in der Alten Burg, im Böresheimer Hof und hier im Dreikönigenhaus. Das war eine sehr ungünstige Situation für uns, diese Verteilung auf verschiedene Orte. Auch die technische Ausstattung hier ist sehr schlecht. Wir sind nicht barrierefrei zugänglich für die Kunden. Und insofern ist die Ausgangslage eine sehr schwierige für uns. Also ein Bibliotheksumzug ist schon eine Herausforderung, um es mal so zu sagen. Wir haben ja nicht nur ca. 150.000 Medien, die bewegt werden müssen. Wir haben auch Mobiliar, die Verwaltung zieht mit um, die Buchbinderei zieht mit um und wir nehmen auch einen Teil der Regale mit. Ja, wir hatten bisher für die Sicherung und die Verbuchung der Medien eine völlig veraltete Technik. Wir werden jetzt den Umzug zum Anlass nehmen, diese Technik zu erneuern und steigen um auf RFID, so nennt sich das, eine Radiofrequenzidentifikation. Das ist die Ausführung, also elektromagnetische Wellen, mit deren Hilfe die Medien verbucht werden und auch gesichert werden. Das heißt, wir mussten alle unsere Medien umarbeiten. In den ganzen letzten Monaten haben wir jedes einzelne Medium in die Hand genommen, mit einem Etikett versehen, in der Bibliothekssoftware erfasst und bei der Gelegenheit auch unseren Bestand natürlich einer kräftigen Bestandsrevision unterzogen und geprüft, nehmen wir das Buch überhaupt mit oder nicht. Here we go. Hallo Herr Diels. Hallo Herr Blockhusen. Wie sieht's aus? Was machen unsere Portale? Sehr gut. Wir haben hier das Portal ja schon von der Bibliothek. Da stehen jetzt auch schon die RFID-Gäste hinten dran. Kann man schon erkennen. Und ansonsten sind die Portale dann bereit, den Besucher zu empfangen. Sehr schön. Ja, Herr Diel, knapp 14 Tage vor der Eröffnung. Wir schauen uns noch mal um. Wir sind ja im Zeitplan und im Budget, ja, wie Sie immer sagen. Wie ist der Sachstand? Ja, der Sachstand ist eigentlich schön, finde ich, soweit wie es schon ist. Sie sehen, die Bücher werden derzeit eingeräumt, das heißt, die Regale stehen. Ja, die Architektur, denke ich, unterstützt natürlich das Bild der Regale mit den Büchern sehr gut. Das heißt, der Besucher wird hier ein offenes, lichtdurchflutetes, freundliches Bild finden, sodass er sich in dem Gebäude bestimmt auch sehr wohl fühlt. Richtig, das war ja auch unsere Motivation für die ganze Maßnahme. Man muss ja auch mal sehen, in welchen Gebäuden momentan unsere Einrichtungen untergebracht sind, Bibliothek und Mittelrhein-Museum. Zwei historische Gebäude, aber alle sanierungsbedürftig, nicht barrierefrei und natürlich nicht so licht und hell wie hier und von der Fläche äußerst begrenzt. Die neuen Räumlichkeiten sind modern und ansprechend. Wir haben viel Tageslicht, es gibt viel mehr Aufstellmöglichkeiten für Regale. Wir haben einfach viel mehr Platz und die technische Ausstattung ist weitaus besser als am Altstandort. Alle Etagen sind per Aufzug erreichbar, also auch die Familie mit Kinderwagen oder der Rollstuhlfahrer kann uns bequem erreichen. Erstaunlicherweise ist der Flügel schon da, bevor alle Bücher eingeräumt sind, aber sei es drum, jedenfalls auch ein äußeres Zeichen dafür, dass in der Bibliothek mehr möglich ist. Also durch die Lage erhoffen wir uns einen Aufschwung, einfach, dass wir aufmerksamer wahrgenommen werden mitten in der Innenstadt, dass wir auch fürs jüngere Publikum attraktiver werden, das etwas verstaubte Image der historischen Gebäude ja abstreifen können und einfach die Ausstattung zeitgemäß und innovativ ist. Insofern glauben wir schon, dass wir auch dafür die jüngere Generation noch viel attraktiver werden am neuen Standort. Wir stellen ja unseren Einrichtungen, die 1835 und 1827 gegründet wurden, hier ein ganz modernes Gebäude zur Verfügung und das für die nächsten Jahrzehnte. Das heißt, wir machen unsere eigene Geschichte, Koblenzer Geschichte, hier zukunftsfest.
Für uns ändert es sich insofern, dass wir das als eine super Chance ansehen, auf dem Zentralplatz dann unsere Angebote noch mehr verbessern zu können. Und ich denke, die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, das Umland und auch die Touristen werden natürlich hier von diesem Gebäude vor dem Confluendis profitieren. Und wir hoffen und wünschen, dass es gut angenommen wird. Das neue Mittelrhein-Museum. Und ich sehe hier unendlich viele glückliche und zufriedene Gesichter. Dieses Projekt hat den Stadtrat und die Öffentlichkeit über viele, viele Jahre sehr kontrovers beschäftigt. Diese Architektur des Zentralplatzes ist wirklich einzigartig, nicht nur in der Stadt und im Land Rheinland-Pfalz, sondern in Deutschland und setzt auch in Europa Maßstäbe, auf die man stolz sein kann. Ja. Dankeschön. Wir haben Ihnen versprochen, um... Ist denn jeder dran? 3, 2, 1, 0!